Der sogenannte Wartburgkrieg-Komplex kann in vielerlei Hinsicht als ein Höhepunkt der Sandspruchdichtung gelten, im Hinblick auf die Potenzierung von Artistik und ihrer Ablösung von der Heteronomie, zu der auch die Steigerung der Frequenz von intertextuellen Bezügen sowie die Fiktionalisierung der Rollenmuster zu zählen sind und im Hinblick auf das, was im Kontext der Rätselforschung gemeinhin unter der rhetorischen Begrifflichkeit Obscuritas subsumiert wird. Metaphorisierung, Allegorisierung, Verrätselung von Wissen, Verfahren der Hermetik und Arkanisierung, Verdunkelung und Auratisierung sowie das Spiel mit Bildlogiken. Die Wartburgkriege, so Beate Kellner und Peter Strohschneider in ihrem Beitrag zur Poetik des Krieges, exponiere solchermaßen geradezu ihre Poetizität. Dafür mag die Sprechweise und Textform des Rätsels durch seine doppelte Gestalt von Frage und Antwort mitunter eine naheliegende sein, wird aber durchkreuzt und angereichert durch dialogische poetische Verfahren wie das Allegorisieren und Reallegorisieren, die nicht bloß auf das Stellen und Beantworten von Rätselfragen abzielt, wodurch der kundigste Sängermeister mit dem meisten Wissen als allen anderen Überlegener hervortritt, sondern dem Abbruch von Kommunikation entgegenzuwirken. Die Verrätselungen des Wartburgkrieges, auch wenn sie distinkte Rätselformen annehmen, wie etwa im Jäger- oder im Quarterrätsel, sind auf Proliferation nicht nur von Wissen, sondern von poetischer Rede überhaupt angelegt. Die Rätsel erweisen sich als regelrechte Kommunikationsmaschinen, die unaufhörlich Anschlusskommunikation produzieren. Diese weist, wie Kellner und Strohschneider zeigen, über das Format der Einzelstrophe über Strophenzusammenhänge und größere Texteinheiten hinaus auf die unterschiedlichen Handschriften und auf andere Texte und Textgattungen. Die Dialogizität, den Begriff verwende ich ausdrücklich im Sinne Michael Bachtins, ergreift auch alles und ergibt ein Textgebilde, das sich nur sehr schwer bis gar nicht als Einheit unter einem bestimmten literaturwissenschaftlich etablierten Kohärenzmerkmal fassen lässt, etwa unter einem Autor, Werk oder wenigstens Sammlungsbegriff. Was wir heute mit Wartburgkrieg meinen, ist nichts anderes als eine Zuschreibung der germanistischen Forschung an Texte des 13. bis 15. Jahrhunderts in zwei verschiedenen Tönen, die aus verschiedensten Gründen, aufgrund der Überlieferung oder inhaltlicher Bezüge, als zusammengehörig gezählt werden. Die sogenannten Kerntexte, wobei mit dem Begriff schon deutlich wird, wie schwierig und strittig diese Zuschreibung für viele Texte ist, die nicht zum Kernbestand gehören, stellen fiktive Sängerstreitgedichte im Umfeld des Hofes des Landgrafen Hermann von Thüringen dar, der auf der Wartburg bei Eisenach residierte, wobei nur wenige Texte explizit auf diesen Ort Bezug nehmen. Ist der oder sind die Autoren der Strophen im Einzelnen unklar, werden die meisten Strophen einem Dichter in den Mund gelegt, deren Anzahl immerhin überschaubar ist. Walter von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Reinmar von Zweter, der in C fälschlicherweise Reinmar der Alte genannt wird, Bitterolf, der in C fehlt, der tugendhafte Schreiber, Heinrich von Ofterdingen sowie Klingschor von Ungeland. Während Walter und Wolfram und Reinmar zur Entstehungszeit der frühesten Strophen schon tot gewesen sein dürften, mischen sich bei den anderen vier Dichtern wohl fiktive und reale Personen. Der tugendhafte Schreiber ist auch sonst mit einem eigenen Œuvre und Profilbild in C überliefert. An Heinrich von Ofterdingen scheiden sich bezüglich seiner Historizität die Geister. Ein eigenes Autorenbild hat er in C jedenfalls nicht. Klingschor von Ungerland ist eine Figur aus Wolframs Parsival-Roman, gilt also einhellig als fiktiv. Einen Minnesänger Birterolf erwähnt nur Rudolf von Ems in seinem Alexander-Epos. Da die Figur im Wartburgkrieg aber als aufbrausender Kriegerheld auftritt, steht er wohl der Gestalt aus dem Sagenkreis um Dietrich von Bern näher, wie er aus dem Heldenepos Bitterolf und Dietleib des 13. Jahrhunderts bekannt war. Dort ist er König von Toledo und Helfer König Etzels. Möglicherweise sind in den Wartburgkriegsstrophen auch zwei Figuren ineinander geflossen. Die Miniaturensammler von C, Miniaturenmaler, bilden in der Riege der streitenden Sänger einen siebten ab.
Vielleicht soll das Bieterolf darstellen, dann sehe er aber eher aus wie ein typischer Sänger und weniger wie ein Heros des 5. Jahrhunderts. Dass er in der Mitte sitzt, exponiert ihn, warum auch immer. Den Namen erwähnt die Miniatur im Spruchband aber nicht. Bieterolf bleibt ein Rätsel. Die Texte sind in insgesamt 12 Handschriften und Fragmenten überliefert, wobei die Heidelberger, Jena und Kolmarer Liederhandschriften die meisten Strophen überliefern. Für den ganzen Komplex des Kernbestandes lässt sich eine gewisse Erzählrahmung rekonstruieren, an deren Anfang Heinrich von Ofterdingen alle lebenden Sänger zum Wettstreit auf Leben und Tod herausfordert, um zu erweisen, dass die Milte des Fürsten von Österreich größer sei als dreier beliebiger anderer Fürsten. Zwischen Fürsten und Sängern wird ein metonymisches Verhältnis erzeugt, in dem der beste Sänger automatisch für den besten Fürsten antrete. Zunächst erlangt Walter von der Vogelweide den Sieg, woraufhin Klingschor von Ungeland hinzugerufen wird, um für den österreichischen Fürsten einzustehen. Daran schließen sich weitere Strophen an. Während alle anderen Sänger von Hermann von Thüringen für Hermann von Thüringen kämpfen, tritt Bieterolf für den Grafen von Henneberg an. Möglicherweise handelt es sich um eine jüngere Zutat zugunsten eines Gönners. Der Inhalt der Streitstrophen lässt sich kaum in wenigen Worten zusammenfassen. Kellner und Strohschneider vermuten sogar die inhaltliche Inkohärenz als über das Kriegen, als Textmuster und agonale Sprechhaltung hinaus, als kohärenzstiftendes Merkmal, insofern sie in einem korrespondierenden Verhältnis zueinander stehen. Neben dem Narrativ des Erzählrahmens geht es um die Darstellung artistischer Überlegenheit mit allen Mitteln. Die Proliferation von Wissen könnte dabei auch nur ein Nebeneffekt und nicht das eigentliche Ziel der Texte sein. Dazu werden unter anderem auch Zeugen aus Arkanen und christlichen Wissenstraditionen aufgerufen, wobei sich bezeichnenderweise Unterschiede auch zwischen den Handschriften ergeben. Wenn etwa die Kolmarer Handschrift Wolfram sich auf Aristoteles und Uranias berufen lässt, die Heidelberger aber in der gleichen Strophe auf Augustinus und Hieronymus und die Jenaer dazu noch auf Origenes. Nur Daniel, eine Art Urvater, der Rätsellöser, der im Alten Testament Nebukadnezar das Menetekel-Rätsel ausdeutete, bleibt unberührt. Und mithilfe von intertextuellen Rekurrenzen Beweise für die Wahrheit und Authentizität des Wissens oder des Gegenteils geführt werden. Die unentschiedene Positionierung der Sänger sowie die Übergängigkeit der Diskurse zwischen den laikalen und klerikalen sowie christlichen und heidnischen Systemen führt nicht nur auf inhaltlicher Ebene zu den Dialog immer wieder anregenden Oszillationen, sondern auch, wie gezeigt, zu Unstimmigkeiten zwischen den Handschriften. Man könnte also sagen, dass im Prinzip das Rätsel kaum besser dazu geeignet ist, um einen Dialog zu beenden, nämlich indem es entweder gelöst oder nicht gelöst wird. Auf Anschlusskommunikation ist das einzelne Rätsel eigentlich nicht angelegt, daher auch seine in der Regel distinkte, quantitativ höchst überschaubare Dimension. Ein Rätsel kann sich als Form nur selbst perpetuieren, indem ein Rätselwettstreit darin besteht, dass Kontrahenten abwechselnd einander Rätsel stellen. Der Hobbit und Gollum tun dies unter dem Berg mit existenziellen Folgen innerhalb der erzählten Welt, was den Spielcharakter des Rätselstreits untergräbt. Auch im Wartburgkrieg geht es nach Aussage der Texte um Leben und Tod, in der fiktiven Welt des Sängerstreits wohl bemerkt. Man darf nicht vergessen, Wolfram, Reinmar und Walter waren bereits eines natürlichen Todes gestorben, als man sie zu Figuren des Wartburgkrieges machte. Die behauptete Letalität des Spiels ist eines seiner Regeln und Teil der literarischen Inszenierung, die sich so überhaupt nur aus der Genese der Handschriften ergibt. Ein Rätselstreit wie in Bilbo Baggins und Gollum ausfechten ist aber kein Dialog, der auf stetige, das heißt prozessual steigernde Proliferation von Erkenntnis und Anerkenntnis abzielt, sondern eben bloß eine Folge von Frage-Antwort-Sequenzen. Das Rätselspiel im Wartburgkrieg hat demgegenüber durchaus Dialogstruktur, sei sie auch noch so agonal. Sie mag schließlich auf dialogischen Dialogabbruch abzielen, indem sie die Rätselform zitiert, aber eben auch auf Wissensproliferation, da sie nicht einfach an der Rätselform stehen bleibt, sondern vor allem in rahmenden Texten zum Beispiel die Herkunft von Wissensordnungen und ihre ständische Inanspruchnahme diskutiert, den Kontrahenten nicht bloß zum Raten auffordert, sondern durch Reizwörter direkt provoziert, dass kontinuierliche, agonale, dialogische Entgegnungen angezielt sind und nicht eigentlich der Abbruch der Kommunikation.
Deshalb tritt das Schweigen nicht als Markierung von Unterlegenheit eines Sängers ein, sondern im Gegenteil als Überlegenheitsgestus, indem sich der Meister der Kommunikationsmaschine entzieht und sie auf diese Weise zum Stillstand bringt. Sehen wir uns das Jägerrätsel, das relativ am Ende des Rätselspiels Corpus steht, an. Die Strophen sind Wolfram, Heinrich von Ofterdingen und Klingschor von Ungerland in den Mund gelegt. Ein kurzes Narrativ. Ein Jäger spürt mit seinem Hund auf der Heide verschiedene wilde und zahme Tiere auf, ist relativ schnell als Rätsel erkennbar, welches die Lösungswörter metaphorisch verdunkelt. Jäger, Hund, Tiere. Die Doppelform Wild, Hunde, auch das Zamm, die im Mittelhochdeutschen sehr häufig verwendet wird und nicht selten in allegorischer Sprechweise, deutet zusätzlich auf eine Binnendifferenzierung hin. Sogleich folgt auch die Rateaufforderung mit entsprechender Adressierung. Klingsor, so sage mir, Umme den Jägere. Typisch für die Rätsel in den Sangsprüchen, wie etwa auch bei Singuf und Rummeland, ist der Hinweis auf die besondere Schwierigkeit des Rätsels und die zur Lösung befähigende Meisterschaft, um deren Nachweis es im ganzen Wartburg-Krieg-Komplex geht. Das Textmuster des Kriegen, wie es Kellner und Strohschneider entwerfen, wird deutlich in der Provokation durch die Reizung des Kontrahenten und die Selbstrühmung des Sängers am Ende der Strophe. Damit ist es aber nicht getan. Für das Lösen dieses Rätsels fehlen sie attribuierende Merkmale, wie die Nennung von spezifischen, von den Metaphern auf die Referenten übertragbaren Eigenschaften. Diese zweite Strophe hat starke Ähnlichkeit mit gleichnishaften Exempeln und allegorischen Fabeln, wie sie zeitgenössisch etwa vom Stricker bekannt sind. Die Einführung der Figur der Äffin durchbricht den zunächst realistischen Charakter der Szene und weist verstärkt auf einen allegorischen Zusammenhang hin, da dieses Tier Symbolcharakter insbesondere im theologischen Bereich besitzt. Ein geistlicher Assoziationshorizont wird damit aufgerufen. Ein ethischer, zudem in Anbetracht der Ungleichbehandlung der beiden Kinder. Die Unterscheidung von Rätsel und Allegorie ist bekanntlich schwierig bis unmöglich. Zieht man sie allerdings auf die Frage nach dem Abbruch oder Kontinuierung des Dialogischen hin, ist zu vermuten, dass allegorische Texte dieser Art durch ihre Kontextualisierung in den religiösen, hermeneutischen und homiletischen Diskurs verstärkt auf Anschlusskommunikation und auf Wissensproliferation, darüber hinaus zum Beispiel auch auf Erbauung oder Frömmigkeitsdidaxe abstellen. Die dritte Strophe vereindeutigt die Verengung des Bedeutungsspektrums auf einen religiösen Kontext. Das fallengelassene liebe Kind fährt mit einem Wunder leibhaftig zum Himmel auf und entzieht sich somit dem Zugriff des Jägers und des Hundes. Noch einmal wird zum Raten der Bedeutung der beiden Kinder aufgerufen und die Rateaufforderung mit einer Provokation verbunden, die in den kontextuellen Rahmen des Wartburgkrieges zurückspielt. Wolfram singt für den Landgrafen Hermann von Thüringen, den er über alle anderen Herren lobt. Beschimpft und provoziert wird in diesem heteronomen Zusammenhang Heinrich von Ofterdingen, der zugunsten des Fürsten von Österreich singt. Klingschor wird daher aufgefordert, sich auf die Seite Hermanns zu schlagen, indem er das Rätsel mit echter Zungen löst und also der Wahrheit das Wort redet, während Heinrich der Lüge bezichtigt wird. So geraten meisterlicher Sang und Fürstenehre in ein metonymisches Verhältnis. Die Provokation gelingt. Heinrich von Ofterdingen tritt auf den Plan. Seine Rede führt zunächst vom eigentlichen Rätsel und ihrer Lösung, deren Adressat er auch gar nicht ist, weg. Eine typische Textstrategie des Wartburg-Krieg-Komplexes und ein exemplarisches Beispiel für das Textmuster des Kriegen. Kohärenz wird aber nicht nur über dieses Muster gestiftet, sondern Heinrich nimmt für seine Replik die Rätselmetaphern und Reizwörter auf und, so der Begriff von Kellner und Strohschneider, überführt sie in eine Re-Allegorisierung mit neuerlicher Verrätselung durch die Anreicherung mit neuen Metaphern aus dem gleichen Bildfeld. Die Kommunikationsmaschine nimmt somit Fahrt auf. Heinrich provoziert seinerseits Klingschor. Er solle als Jäger endlich auf den Plan treten und ihn, der sich selbst als zornigen Drachen bezeichnet, im Kampf für den Österreicher und gegen die fünf Hunde, die thüringischen Sänger, unterstützen. Während im Quaterrätsel vor allem Wissensautoritäten christlicher und paganer Provenienz als Zeugen aufgerufen werden, ruft Heinrich hier im Kontext der Rahmengeschichte nach dem Scharfrichter von Eisenach,
Stempel, der ihm schon vor einem Jahr beigestanden hat, als Heinrich gegen Walter von der Vogelweide im Sängerwettstreit verlor. Außerdem den Herrn von Käfernberg, dessen Gesinnung die eines Löwen wäre, wie er von seinem bayerischen Herrn erfahren habe. Erst dann schaltet sich Klingschor mit einer Apostrophe an Heinrich ein, er möge schweigen, um danach die Rätselaufforderung Wolframs mit einer affirmativen Geste anzunehmen. Klingschor holt dafür weit aus, ebenfalls typisch für das dialogische Prinzip des Wartburgkrieges. Beruft sich auf einen heidnischen Lehrer, Pasian von Konstantinopel, der ihn zum Meister gemacht habe. In den folgenden 6 Strophen, die ich hier nicht im Einzelnen analysiere, deutet er Wolframs Rätsel aus, um diese Meisterschaft unter Beweis zu stellen. Dies geschieht dann ebenfalls nicht einfach bloß durch die Nennung der Lösenswörter, sondern durch Reallegorisierung und Auratisierung durch erneute Verrätselung. Der Jäger sei ein hohe Kreatüre, der ein Kämpe Gottes und Klingschor selbst verpflichtet sei, sowie die Menschen warne, was den Toren nicht gefalle, um danach selbst die Entschlüsselung vorzunehmen. So sage ich dir's zu Düte vor ihn allen. Adressiert wird der Thüringer Landgraf, der als Löwe und Adler bezeichnet wird, was zwar auf das Thüringer Wappen anspielt, aber auch das Bildfeld des Jagens mitbedient. Die Enträtselung geht über in eine ermahnende Auslegung im predigthaften Gestus, der aber den Jäger, also den Tod, selbst zum Adressaten hat und damit Klingschors Hang zum Arkanen und Diabolischen deutlich zu werden scheint, auch indem er auf Zabulon von Babylon referiert, was auch intratextuell auf Zabulons Buch, einem anderen Teil des Wartburgkrieg-Komplexes, verweist. Seine Kenntnis von Luzifers Speiseplan und wie man sich gegen Höllenschlingen zur Wehr setzen kann, verweisen ebenfalls in diesen Bereich. Die Auslegung der Äffin und ihrer Kinder schwenkt zurück zu allgemein verbreitetem christlichen Wissen und abermals zum mahnenden Gestus an den Thüringer Landgrafen. Damit ist Wolframs Rätsel zwar gelöst, der Dialog ist aber keineswegs beendet oder die Kommunikation gar zum Verstummen gebracht. Niemand ist besiegt worden. Vielmehr haben sich alle Sänger jeweils Stichworte einerseits aus dem Begriffsinventar des durch das Rätsel aufgerufenen Bildfeldes, andererseits durch den Unmut und die Kommunikation reizende Provokationen gegeben. Diese kohärenzstiftenden Textmerkmale, die wie Isotopienketten fortschreiten, Assoziationshorizonte eröffnen können, mit dem Textmuster des Kriegen in ihrer agonalen Struktur beschrieben werden. Ich würde aber auch dafür plädieren, ihren Spielcharakter nach den am Beispiel aufgezeigten Regeln nicht zu vernachlässigen. Spiel ist nicht unernst. Spiel ist in vielen Fällen agonal. Spiel läuft nach distinkten, aber auch variablen Regeln ab und Spiel ist auf Wiederholung und dergleichen Vorzeichen mit jeweils ungewissen Ausgang ausgelegt. Dieser Ausgang zeigt über die Spielwelt hinaus idealerweise keine Konsequenzen. Ein Spiel auf Leben und Tod ist kein Spiel, jedenfalls dann nicht, wenn die Letalität nicht selbst konstitutiver Teil des Spiels und seiner Regeln ist. Genau dies ist aber doch beim Wartburgkrieg der Fall. Rätsel stellen und lösen werden in der fiktiven Welt des Sängerwettstreits auf der Wartburg, an dem von vornherein in der Wirklichkeit lebendige wie tote und historisch wirkliche wie literarisch fiktive Kontrahenten in einem imaginären Raum platziert werden. Der Argon ist also gespielt. Argon ist Spiel und der Motor, mit dem die Kommunikationsmaschine des dialogischen Kriegen angetrieben wird, ist, mit Roger Caillois gesprochen, die konstitutive, künstlich hergestellte Ebenbürtigkeit der Spielenden. Überlegenheit und Unterlegenheit sind nicht per se ausgemachte Sache, sondern müssen und sollen in immer wieder neuen Spielrunden ausgehandelt werden.